Hey Leute und willkommen zurück bei The Sims 4. Julie isst gerade immer noch ihren köstlichen Fischtaco und Julia schläft. Russia. Bist du etwa kokett, meine Liebe? Das hörte sich gerade ein bisschen so an. So, es ist Sonntagabend, ne? Mümmel, Mümmel. Es ist Sonntagabend. Ja, was können wir denn mal am Sonntagabend Schönes tun? Du könntest gleich noch mal ein Instrument spielen. Vielleicht mal wieder Geige. Wir haben in den letzten Folgen echt oft Gitarre gespielt bzw. gesungen und ab und zu auch mal Klavier gespielt. Ich würde jetzt gern mal, oh, Katzenjammer. Katzenjammer auf der Geige spielen. Das ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Ja, wer redet denn da im Schlaf oder lacht im Schlaf? So, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Katzenjammer. Tada! Ich schwinge den Bogen. Ja, es hört sich schon ein bisschen rockig an. Oh. Ja, teilweise ein bisschen quietschig, aber eigentlich auch ganz cool. Du musst morgen arbeiten, okay. Musst du eigentlich auch arbeiten morgen? Montag? Nee, sie hat montags frei. Ach, das ist ja cool. Ach ja. So, dann geh du doch erstmal zur Toilette, wenn du sowieso musst. Dann ist das doch vielleicht gar nicht schlecht. Was ist hier in der Nachbarschaft los? Oh, die Lara. Und Sie, schaut mal, das ist doch der Frau, Looks Like fragen Link. Sie nach. Ach, wie cool. Fuba Torka? Den haben wir auch noch nie in Trip. freier Wildbahn gesehen. Ach, wie cool. Das freut mich ja mal. Echt schön. Wir sehen sowieso die Sims aus dem Gronkh.de-Team total selten. Oh, ist das nicht der Marcel? Nee, doch nicht. Ja, echt, die sehen wir wirklich total selten. Ja, ich hatte immer noch keine Zeit, wie ihr seht, das Haus abzureißen. Gestern kam übrigens keine Folge. Einige von euch haben es ja gesehen. Wenn übrigens mal keine Folge kommt, dann ist es einfach aus zeitlichen Gründen, manchmal auch krankheitsbedingten Gründen, dann ist das einfach mal so. Und wenn ich das dann ab und zu mal auf Twitter oder Facebook schreibe, ich mache das nicht immer, wenn Folgen ausfallen, aber ab und zu mache ich das und dann wird trotzdem nachgefragt und seitdem mache ich das gar nicht mehr. Liebe in den Zeiten der Stulle, ja, das ist ein ganz hervorragendes Buch. So. 8 Freunde oder Freundin. Ich bin ja schon fast wieder. Du willst doch. Achso, du willst aufräumen. Ich dachte schon, du willst schon wieder essen. Ich bin ja fast am Überlegen, ob ich nicht doch nochmal jemanden anrufe. Ich weiß, wir haben das in letzter Zeit echt oft gemacht. Hier mit Julie. Aber ganz ehrlich, ich möchte ja auch das Ziel erfüllen. Mit dem waren wir noch nicht in einer Beziehung, ne? Don Lotario. Den haben wir mal geküsst. Das weiß ich noch. Aber das war ja nur ein einfacher Kuss. Du, hier ist Julie. Kennst du mich noch? Ja, wir haben mal rumgeknutscht. Hast vielleicht Lust, vorbeizukommen? Nee, ich habe keine Hintergedanken. Ach so, ah, er schläft. Ah, natürlich. Natürlich, wir haben gerade überhaupt nicht mit ihm telefoniert, denn er schläft. Mann, wir kennen gar nicht so viele tolle Leute. Nee, den finde ich doof. Wer ist er denn? Wer ist Markus Schneider? Guck mal, die beiden kennen sich auch. Ja, hier ist Julie. Hi. Ich weiß überhaupt nicht, wer du bist, aber kannst ja gerne mal vorbeikommen. Ach so, du schläfst auch. Klar, die pennen jetzt alle, oder wie? Das ist doch unglaublich. Also, waren wir mit ihm in einer Beziehung? Ich glaube, den haben wir auch nur geküsst, ne? Den Michael Offermann, ne, mit dem waren wir in einer Beziehung. Kitty können wir nicht mehr machen. Was ist denn mit Summer Holiday? Dann haben wir aber schon wieder eine Frau. Das ist auch doof. Ich rufe jetzt nochmal den Jonas Weber an. Oh, habt ihr gerade gesehen? Die Leiste bei Julian, die ist echt nur noch sehr, sehr klein. Wir müssen öfter was mit Julian. Alter. Wir müssen öfter was mit Julian machen, aber der tolle Jonas schläft natürlich auch gerade. Hallo, kann das mal bitte da rein? Dankeschön. Ihr habt mir übrigens zur Küche geschrieben, dass die jetzt komplett anders aussieht, nachdem ich es umgedreht habe und dass viele das andere schöner fanden. Ja, ich auch. Und ihr habt mir auch geschrieben, dass das ja eigentlich Theken sind, an die man sich setzen soll, also die mittig in einen Raum kommen. Ja, das weiß ich, aber ich wollte die ja gerne hier in der Küche haben und ich weiß nicht, ob ich es so lassen soll. Ich überlege da noch mal ein bisschen.
Was hast du jetzt vor? Fernsehen schauen? Ja, den Comedy-Kanal, das ist eine fantastische Idee. Ich guck mal, was die Julia so macht. Ja gut, die wird dann gleich aufstehen und erstmal zur Toilette rennen. Ja, da läuft wieder was ganz Fantastisches. Muss man auf jeden Fall gesehen haben. Ganz klar. Ich habe da leise den Tusch im Hintergrund gehört. Oh, wir könnten auch mal. Sie ist verspielt, ne? Wir könnten auch mal in der Nacht ein bisschen schwimmen gehen. Das ist doch eigentlich ganz cool. Verspielt herumschwimmen, ja. Das wäre doch mal schön. Ich meine, da haben wir schon einen Pool. Dann zieht sie auch wieder ihren schicken Bikini an. Ich finde, der steht ihr so gut. Das passt echt toll mit der Haarfarbe und so. Ach ja, es ist 1 Uhr in der Nacht. Ich springe erstmal in den Pool. Tada! Naja, ich springe nicht. Ich gehe langsam rein. Die Sicherheit muss auch im heimischen Pool gewahrt werden. Das ist also das verspielte Herumschwimmen. Oh. Oh ja, dieses Delfinschwimmen, stimmt. Das haben wir schon mal gesehen. Das hat sie schon mal gemacht. Ach, wie cool. Ja, Mann, schade, dass jetzt alle anderen schlafen, ne? Sonst hätten wir mal mit ein paar Jungs hier rumschwimmen können. Aber es ist auch niemand hier draußen, den wir zum Schwimmen einladen können. Schade. Hast du die Nacht ganz für dich allein? Ja, ich kann sowieso am besten schwimmen, wenn ich alleine bin. Dann übe ich. Und dann zeige ich den Jungs bald mal, wo es lang geht, ne? Hier im Schwimmbecken und so. Ja. Nee, ich fasel keinen Quatsch. Das passt schon. Ja. So, jetzt mal eben ein bisschen ausruhen. Zwei, drei Schwimmzüge haben ja auch gereicht, ne? Wie sie dann so die Brüste rausstreckt, finde ich supi. So, was ist mit dir? Willst du jetzt nicht mal aufstehen? Ja gut, du wirst gleich hoffentlich von alleine wach. Das Bild ist gar nicht so schlecht hier, ne? Eigentlich schön. 954 Simoleons würden wir dafür kriegen. Oh. Oh. So, und du schwimmst noch fröhlich vor dich hin. Das ist ganz wunderbar. Dann würde ich sagen, spule ich das hier mal ein kleines bisschen vor. In der Hoffnung, dass sie gleich auch wirklich von alleine aufsteht. Ich bin sehr gespannt. Schaut mal, das geht überhaupt nicht weiter hier. Oder? Ah, doch jetzt. Sie steht noch nicht auf. Noch nicht. Oh, stopp, stopp. Sie steht auf. Yay. Ja, du stehst auf. Renn mal ganz schnell zum Klo. Bitte auch hier oben. So, ich bin genug geschwommen. Jetzt gucke ich mir mal hier den Kram an. Im Inventar platzieren? Nee, will ich nicht. Was steht denn hier sonst noch so rum? Oh, ich kann mal hier ein bisschen. Ach, das mache ich ja mit ihr. Was hat sie vor? Plaudern. Julie, die ist gerade auf dem Klo. Uberig. Oh, das war wieder eine Nacht. Jetzt muss ich schon um 3 Uhr, 23 aufstehen. Ja, echt schlimm. Und dann mache ich mir erstmal was zu essen, glaube ich, ja. Oder sind noch. Oh, da sind noch leckere Fischtacos da. Ja, Fischtaco, ausgezeichnet. Okay, kann sie dann danach direkt mal machen. Und du spielst wieder ein bisschen mit dem Tonklumpen, ne? Sag mal, hast du nichts zu tun, meine Liebe? Nee, irgendwie nicht, ne? Komm, dann spiel ein bisschen Klavier. Elfenbeinkitzel. Ja, das kannst du mal machen, jetzt wo du verspielt bist. Bisschen zur musikalischen Unterhaltung beitragen, während Julia hier ist. Oh, ja, jetzt erstmal ein Fischtaco. Köstlich. Oh ja, kommt richtig gut um 4 Uhr morgens. Schiebe ich mir jetzt mal den Fisch rein. Nam, nam, nam. Richtig köstlich. Ja, auch das klingt nicht schlecht. Wie sieht es eigentlich aus mit Julias Logik-Level? Na gut, sie braucht noch Level 4. Ich glaube, so lange dauert es auch nicht mehr. 50% davon haben wir erledigt. Okay. Dann könntet ihr doch eigentlich nachher zusammen ein bisschen Schach spielen, ne? Brechen wir das mal ab. Spielen mit Julie. Ja, das klingt ganz wunderbar. Schön, dass ihr hier so ein tolles Einfamilienhaus habt und niemanden stört um 4:30 mit ein bisschen Klaviergeklimper. So, jetzt muss ich hier nur eben schnell aufräumen.
Dann ist mal wieder Zeit für Schach. Habe ich in letzter Zeit ganz schön oft gespielt. Aber muss ja auch sein. So, dann können wir das nämlich auch mal abbrechen. Julia, warte auf mich. Ich möchte gerne mit dir Schach spielen. Ah, da fällt mir was. Da fällt mir was ein. Stopp, Leute. Ich wollte jetzt gerade in den Baumodus, um hier eigentlich eine andere Lampe nochmal anzubringen. Aber dabei ist mir noch was anderes eingefallen. So, Lampen. Dann kommt die hier erstmal komplett weg. Ich weiß nicht, ob meine Lieblings-IKEA-Lampe, diese Runde, ob die ein bisschen mehr Licht spendet. Es sieht fast so aus, ne? Ja, die gibt echt ein bisschen mehr Licht. Doch, das müsste passen. Und dann habe ich natürlich komplett vergessen, hier ein Geländer hinzusetzen. Ihr habt es auch schon ganz oft geschrieben, nur ich habe es irgendwie mal verpeilt. So, macht man es dann oben oder unten? Ich weiß es gar nicht. Was sieht denn mal schön aus? Sowas hier. Das, ne? Das wird so ein bisschen zu dem Modernen hier passen, finde ich. Ja, das geht eigentlich. Das ist ein bisschen altbacken. Das würde auch gehen, ist aber relativ einfach. Ne, ich glaube, dann lasse ich das echt mit dem Glas. Oder in einer anderen Farbe. Ach so, nee, das sind nur dann diese... Ja gut. Nö, dann kann das eigentlich so bleiben. Finde ich. Ist auch nicht ganz so auffällig, also stört auch dann nicht. Und hier haben wir ein bisschen mehr Licht. So, ihr zwei, dann spielt doch mal ein bisschen. Spielen mit Julie. Aha. So, Julie, wollen wir mal gucken hier, wer von uns beiden besser im Schach ist, ne? Hm. Ja, also, los geht's, ne? Du hast ja bestimmt voll den Plan, wie das hier funktioniert. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was ich tue. Ich beug mich einfach mal vor. Ja, dann sieht man meine Brüste gut. Vielleicht lenken die dich ab. Wie weit ist sie denn eigentlich? Ach so, ungefähr die Hälfte. Ja, das geht doch. Boah, Julia, ich mach dich hier, Julie, ich mach dich echt platt, ne? Also, ich glaube, ich bin ja schon 2 Level höher als du. Ja, du brauchst mich hier nicht. Nee, du brauchst mich hier nicht veräppeln. Nee, nee. Aber wie cool, ne? Wie cool hat sie jetzt total abgelenkt. Das ist ja witzig. Ich überlege gerade, ob wir hier noch ein Bild hinhängen. Ob wir vielleicht sogar das hier hinhängen. So, ich weiß nicht. Es sieht so leer hier aus, ne? Wenn ich jetzt mal so gucke, der Teppich passt doch irgendwie überhaupt nicht dazu. Ich glaube, da muss ich doch nochmal eben kurz hier in den Baumodus. Es tut mir leid. Oder, nee, wisst ihr was? Ich habe eine bessere Idee. Ich habe doch gesagt, ich wollte die ganzen kleinen Bilder loswerden, ne? Ich hänge die kleinen... Huch! Die kleinen Bilder alle hier hin. Ich packe die erstmal so provisorisch mal eben hier hin. Das vielleicht auch noch. Und das hier, obwohl ich das überhaupt nicht schön finde und das irgendwie eher so ein Küchenbild ist. Und dann kann das Große nämlich hier hin. So, dann kommt das mal... Nein. Nein, ich möchte gerne das hier. Ein Stückchen höher. So. So, ja, nee. Das ist nicht gerade, aber es ist ja auch immer gemein, dass im Baumodus die Kamera so rumwackelt. Ja, das könnte schon passen. Und dann packe ich das dahin. Das daneben. Ja, das müsste so gehen. Das kommt dahin. Und die sind eigentlich beide nicht so schön, ne? Möchte ich mal behaupten. Das noch dahin. Das dahin. Ob wir dafür jetzt eine Kunstbeleuchtung brauchen, ich weiß es nicht. Aber wenigstens ist es hier nicht mehr so leer. Das ist eigentlich schon ganz gut, finde ich. Aber das passt echt gar nicht dazu. Wir müssten ein bisschen öfter Pop-Art malen und dann hier wirklich nur die Pop-Art-Gemälde hinhängen. Ja, Julia, macht echt Spaß, hier mit dir zu spielen. Wir sind noch beide voll selbstsicher. Wir haben es beide total drauf, ne? Ja, ich muss nur noch mal ein bisschen nachdenken. Ja... Was machen wir jetzt? Starren wir uns einfach nur an? Ja, ich glaube, wir starren uns einfach nur an. Warum machen die nichts? Ach so. Hey. Aktion überdenken, bitte was? Fire.
Die sollen doch einfach weiterspielen, noch ein Spielchen machen. Ich weiß doch jetzt gar nicht, wer gewonnen hat. Ich glaube, Julie spielt da jetzt nicht mehr mit, oder? Das erhöht auch ihr Level gar nicht. Ach doch, das erhöht ihr Level. Das ist schön. Und sie quatscht die erstmal total voll, ne? Dann spielt doch nochmal bitte. Kitsune? Yay, und sie ist konzentriert. Ach, schön. Was möchte sie jetzt ein Objekt verbessern? Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ein Fischfang auch schon lange nicht mehr gemacht. So, euch geht's aber soweit ganz gut, ne? Das ist schön. Und du musst um wie viel Uhr zur Arbeit? Um 14 Uhr. Cool, haben wir sogar noch Zeit. Ja, ich quatsch jetzt einfach lieber hier, als ein bisschen zu spielen. Skooma. Ja, nee, jetzt lass doch mal hier weitermachen. Lass mal aufhören zu plaudern. Julie, lass mal weiterspielen. Ich brauche hier meinen nächsten Level, ne? Ist ja klar. Danach würde ich auch mal gerne wieder ein bisschen was malen. So, und weil ich es... Wow, mathematisches Diagramm. Ja, cool. Das hatten wir auch noch nie. Weil wir auch so gut wie nie konzentriert sind. Mathe, mathematisches Diagramm, bitte? Ich habe es doch jetzt nur einmal angeklickt. Du hättest ruhig zu Ende spielen können, meine Liebe. Ist schon okay, jetzt bin ich aber gespannt auf das mathematische Diagramm. Macht sie das jetzt noch, obwohl sie jetzt inspiriert ist? Ich meine, was sollen wir mit dem mathematischen Diagramm? Aber ich würde es halt gerne mal sehen. Was? Sie kritzelt da einfach wild was hin? Ja, aber das ist doch jetzt kein mathematisches Diagramm. Kipuna Mathe, doch. Mitzel. Echt? Na, da bin ich mal gespannt. Oh, du spielst immer noch alleine. Macht dir also Spaß. Lumba. Ja, ja, mir macht das echt viel Spaß. Ich mal hier ein bisschen kopfmäßig betätigen, ne? Ja, ja. Was? Ey, die quatschen hier in einer Tour? Granz. Ja, also das ist mein mathematisches Diagramm. Also einfach ein blauer Hintergrund mit weißen Punkten und Strichen. Lava. Ja. Ich mach mal einfach weiter, vielleicht kann man da später noch irgendwas rauslesen. Was möchte sie mit Kenny plaudern? Ja, das wäre schön. Jemandem die Muskeln zeigen? Nee, aber du könntest eigentlich mal wieder ein bisschen trainieren. Das wäre doch mal was. Laufen ohne Schweiß mit geschwellter Brust. Ah, aber ist es überhaupt Training, wenn man nicht richtig schwitzt? Nee, dann lieber mit geschwellter Brust. Sag mal, Julia, kommst du da voran? Es dauert ja echt lange, dein mathematisches Diagramm. Aber ich bin gespannt, ob das nachher irgendwie was Tolles zu bedeuten hat oder so. So, schnell in die neuen Sportsachen und ab geht's. Oh. Ich mag die neuen Sportsachen total. Sieht echt schick aus. Vor allem mag ich auch den Zopf von ihr. Ja, ich kann mich auch nebenbei ein bisschen dehnen. Also, ist kein Problem für mich. Und Hauptsache, ich sehe mich da im Spiegel. Ja, da kann ich sehen, wie die Pfote purzeln. Und ich kann mich sehen. Meine geballte Schönheit. Meine großen Brüste. Ey, sie kommt da kaum voran. Gemälde verwerfen. Nee, das wollen wir nicht. So, die Hälfte hat sie geschafft. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich trainiere in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen. Oh, hat gleich auch wieder ein Level-Up. Das ist ja cool. Charisma Level 10. Das hat sie voll. Ach, cool. Oh, sie hat Level 4 der Logikfähigkeit. Wie, das hat sie jetzt plötzlich so beim Malen erreicht? Okay, da hat sie Level 10. Fitness Level 5. Da fährt es hoch und sie fällt nicht runter. Wow, nicht schlecht, Julie. Gartenarbeit 1. Okay, wie sieht das Ganze hier bei Julia aus? Level 8. Okay. Level 3 der Geschicklichkeit. Level 8 beim Kochen schon. Das finde ich cool. Logik Level 4. Ja, sehr schön. Malerei natürlich 10. Level 6 der Fitnessfähigkeit. Juhu. Okay. Ja, okay, es ist jetzt nicht das schönste Gemälde, aber irgendwie ist es cool.
Und ich bin jetzt mal gespannt, wie viel uns das einbringen würde, so ein mathematisches Diagramm. Was geht draußen so ab? Ach so, Rentner, ja, was auch sonst? So, Julie, was hast du vor? Oh, Nickerchen machen bei Julia im Bett. Ja, okay. Gut, du musst ja auch nachher zur Arbeit. Kannst ein bisschen vorschlafen. Okay, es würde uns... Was? Es würde uns 124 Simoleons nur bringen. Konzentrierte Atmosphäre 6. Heißt also, wenn das in der Nähe ist, dann ist sie konzentriert. Sehe ich das richtig? Wenn ja, dann passt mal auf. Dann packen wir das nämlich hier hin. Huch, hallo, Kamera. Dann packen wir das nämlich hier hin. Hänge ich das mal... Ah, ich habe es wieder nicht gerahmt, ne? Muss ich gleich machen. Dann packe ich das nämlich dahin. Die beiden nicht so schönen und dann das hier. Ich hoffe, ich verstehe das jetzt auch richtig mit diesem konzentriert. So, Leinwand... Geht das nicht? Mehr Auswahl. Leinwandrahmen. Ah, geht doch. Yay, schon ist sie konzentriert. Die Bibliothek besuchen. Ja, das sind alles so Sachen, die haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Stattdessen formen wir jetzt den Ton und da fällt mir ein, ich habe mich in dieser Folge gar nicht um die Pflanzen gekümmert. Oh nein, und da können wir zwei weiterentwickeln. Na gut, Leute, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin schauen wir nochmal eben ganz schnell, was sie jetzt aus dem Ton formt. Ich hoffe, es wird was Schönes. Na, bist doch gleich fertig. Na toll. Du hast aus dem Tonklumpen einen Tonklumpen geformt. Sehr schön. Dafür haben wir jetzt gewartet. Also gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.